Ich setze darauf, dass wir auch gerade nach der Wahl in Russland jetzt am nächsten Sonntag dann doch wieder zu einem Modus kommen, wo wir noch mal einen richtigen Anlauf machen können und schauen können, ob wir nicht in diesem Minsker Prozess auch ein Stück qualitativ vorankommen. Ich warte jetzt schon seit Abschluss der Minsker Vereinbarung auf den Tag, an dem wir wenigstens einen Waffenstillstand, das ist der erste Punkt in diesen Minsker Vereinbarungen, mal über 10 Tage schlüssig verwirklicht haben.